Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag in meinem Gefängnis in der Plus 2. Ich war's, Erkwiss und ich sind hier nur eingesperrt und nein, du sollst eigentlich schlafen gehen. Kleiner gestörter Kürbis. Okay. Was? Ich schlafe nur 2 Stunden oder so? Nice. Ah, mal ich den Garten? Ein fröhliches Herd dabei. Ah, hat's gemerkt, schade. Ja, ich hab wohl vor. Achso, stimmt, hier sind wir auch gerade. Schade. Mal gucken, ob das klappt. Ja, schade, das hat keiner gesehen. Egal, ich versuch's jedes Mal beim Appell. Auch wenn es nicht klappt, ich will. Ich gebe nicht auf. So. Wobei, Cassidy ist vor. Ich hätte jetzt eigentlich mehr vor, aber jemals. Wo ist denn der? Junge, du bist fesch. Hier, bei. Oh, er hat gut Hits kassiert, oder? Ja. Ich weiß nicht, wo ich Shame das her hat, aber geil. Was ist denn im Garten? Oh shit. Oh shit. Ich bin intelligent. Gut. So. Wobei, Earthquist ist intelligent, meinte ich. Ich weiß ja, dass ich intelligent bin. Stört der Kürbis? Oh, hier sagt man C3PO K.O. Ist nicht auf Star Wars? Was tun hier? Also, ich hab keine Ahnung, hab nie Star Wars geschaut, bis auf einmal in der Schule. Da fand ich die Roboter am besten. Obwohl generell Roboter best. So, ich schmeiß mal meinen ganzen Scheiß hier weg. So. Auch keiner. Und oh, okay. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich die Leiche nehme und hier reinlege? Nee, ist okay. Was denn? Achso. Hab das Flächen des Dings vergessen. Natürlich war es um Wachmann X um rauszulaufen. Ganz klar. Hier passieren natürlich keine Fehler. Spaß. So, ein Spaß muss sein. Darum hau ich den Guards und den Insassen immer eine rein. So. Arbeitszeit. Oh, cool. Guard. Ich geh trotzdem zu meiner Arbeitszeit. Und auch ja, ich weiß nichts gegen Unternehmen. Die sich auch auf einen fokussieren und dann. Egal, da liegen wir beide nebeneinander im Dreck. Da ist einfach neben mich gedeckt worden ist. Und schon. Also neben Mr. Earth ist, das wird ihm nicht gefallen. Er wird Shameless und die Guards dafür verantwortlich machen. So, was war mit dem da los? Was zur Hölle hat der, wollte den Jumpscare machen, der Cassidy mit seinem hässlichen Gesicht? Wer weiß. Er muss der nackte Guard noch was nehmen. Wobei eigentlich. Was? Perverser, Junge, was kannst du mir an? Perverser. Komm, das ist halt cool. Erstmal will ich auslaufen. Das habe ich mir verdient, wenn ich schon im Gefängnis sein muss. Dann habe ich die anderen. Perverser, Junge. Was für wächst mich auch Arschloch? Ich bin froh sein, dass ich den nicht umbringen kann.
Okay, dann wollte ich gar nicht. Nice. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ah, Alex. Und Tag. Families oder so? Wobei, wie sieht das bei ihm gerade aus? Also, gut. Das verwechselt mich auch. Okay, der eine hat sich vielleicht zu gerückt. Ah, ich bin ausgerührt. Cool. Schade. Mal lustig lau dafür. Oh, scheiße. Als ob der das durch die Tür gesehen hat. Was für? Ich kann den auch alleine K.O. hauen, das ist auch kein Ding. Aber wenn ich schon das gesamte Gefängnis gegen mich habe, warum nicht auch nutzen? Hier rein. Yes, ich bin der Schlauste hier. Lalalalalala. Ich habe eine Verbesserung geplant. Ja, ja. Ihr macht die Regeln und ich breche sie, ihr Vollidioten. So. Oh, Sportzeit. Ich mal hin. So. Sport ist Mord. Und Morden ist immer eine gute Sache. Okay. Ah, jetzt hat er doch gecheckt. Warum hältst du den nicht? Lol. Was für ein Trottel. Klasse ohne Maske, erstmal Energieschmerz holen bei uns. Und dann Klasse ohne Maske. Jahrelang wollte die Menschheit das Weltall erobern, aber nicht so. Ich kenne den Standort der Schwerkraftsteuerung, die dir beim Ausbruchversuch die Oberhand geben würde. Um die Schwerkraftsteuerung zu erreichen, musst du im Wächterbüro und danach werde ich etwas mit Schuberzeugung benutzen. Sowas wie ein Jetpack. Also, welches Arschloch war das? Vielleicht kannst du das im Wärterquartier ein östliches Gefängnis bekommen. Östlich. Okay, ich bin am Lesen. Hier ist es wichtig. Ist jetzt besser hier, das ist sicherer. Außer sie haben es begriffen, mich in Ruhe essen zu lassen. Haben sie? Nehmen wir es zurück. Ist das vergiftet, bestimmt. Vergiften uns, Schweine. Achso, okay. Oh, jetzt meinen sie, also, super, so ein bisschen mit Ablenkung diesmal. Nö. Das hilft euch auch nicht. Außer ihr haut alle Cards hier K.O. Und ich weiß nicht, ob ihr das schafft. Oh, drei würden wir machen, nice. Wobei Milo, der hat ja immer ab. Zu schlau dafür. Ja, die sind nicht still. Deswegen haut die doch mal alle K.O. Oh, scheiße. Das war ich nicht. Ich muss doch gucken, wie ich das anstelle. Oh.
Charakter, also. Das stimmt, der ist ein Freund, ja. Doch. Nein, nicht die. Den noch mal nehmen. Ja, Wärter, das ist gut. Komm mit. Okay. Wie einfach Milo der Einzige ist, der zu schlau dafür ist. Da sieht man es einfach, dass ich recht habe, dass die meisten Menschen einfach blöd sind. Was hat den Wärter K.O. gehauen? Okay, Jacksepticeye ist fast. Hast du es dann mitbekommen? Ich hab ihn runtergehauen. Sollten die Inmates hinbekommen? Oder das Inmate? Ich hoffe nicht, dass sie das gecheckt haben, das war einfach nur. Okay, abgezählt. Teilweise. Ach ja. Guck nicht das aus. Nein! Oh Scheiße, stimmt, ich hab den gerade heruntergehauen. Bleib nicht zu lang. Ja. Geil. Wie ich einfach andere für mich campen lasse. Das war lustig. Hey, ich weiß nicht wohin. Kann ich verlaufen? Oh, ist hier der Ausgang? Bin ich sowas von falsch, wollte auch wieder eine Arbeitszeit. Jemand hat mitgehört, wie eine Wartungsdruide sich seinen Robotermundweg über ein kaputtes Shuttle zerrissen. Ich denke, es befindet sich nordöstlich des Gefängnisses, da sich dort der Wartungsbereich für kaputte Fahrzeuge befindet. Wenn sich dort hinbegibt, wird sich herausfinden, wie du es reparieren kannst. Klasse ohne Masse. Na, schade. Ach stimmt, der macht ja nicht mit, der Milo. Der ist zu schlau, der Milo. Einfach zu schlau. Es gibt einen Hund, so der heißt Milo. Mit dem, also vom Nachbarn. Oder Bekannten, keine Ahnung. Ja doch, Bekannten, genau. Ja, genau. Von einem Bekannten und ja, der ist halt auch ein cooler Hund. Der versteht sich auch Joe, ne? Und Joey versteht sich halt nicht mit ihrem Hund. Sein eigener Plan, die Chill. Östlich, nie ohne Seife waschen, das heißt hier irgendwo aus. Oh, holy shit, ich, ja, sag dann mal.